Hallo und willkommen zu einem neuen Video der Denkreisen. Ich nehme erstmal einen Schluck Tee. Da hat ja unlängst jemand unter eines meiner Videos die Kritik angebracht, ich soll doch nicht immer in meinen Videos Tee oder Kaffee trinken und ob ich da irgendwie auf Harald Lesch mache. An dieser Stelle möchte ich doch anmerken, dass ich schon in meinem allerersten Video vor über 3 Jahren einen Kaffee getrunken habe und zu diesem Zeitpunkt war Herr Lesch, glaube ich, noch gar nicht auf YouTube, zumindest nicht freiwillig. Also, wir bleiben dabei. Am Ende der 3. Episode dieser Reihe habe ich festgehalten, dass die Eskalation der Hexenprozesse in Lemgo vorrangig 3 sich überlagernden Faktoren zu verdanken ist. Der erste Faktor war das Leiden und der Verfall der Stadt im 30-jährigen Krieg. Über die Plünderungen durch die Schweden, aber auch die erpresserischen Verhaltensweisen der katholischen Liga hatte ich bereits ausführlich berichtet. Nach dem Krieg war die Stadt geschwächt und geplündert und stark entvölkert. Doch das Pech hielt an, da Lemgo nicht stark genug war, um ausreichend allerlei natürlichen Plagen zu trotzen, die sich da einstellten. Ein zentrales Problem waren die Wildschweine, die sich nachts auf den Feldern trieben und die Ernten ruinierten. Diese Tiere waren im Schnitt 120 bis 160 Kilo schwer, robust, oft auch mal aggressiv und traten in Gruppen von circa einem Dutzend Tiere auf. Die Stadträte waren bemüht, nach dem Kriegsende eine gesetzliche Ordnung zu demonstrieren. Fürchteten sie doch zu Recht, dass die Not und die dezimierte Bevölkerung zunehmend in allerlei Kriminalität abrutscht. So ist neben Diebstahl auch Prostitution ein Thema, das stark in den Gerichtsakten dieser Zeit präsent ist. So hatte man 1651 einen gewissen Johann Wollenkötter für wiederholten Diebstahl verurteilt und nahm dies zum Anlass, den seit Jahrzehnten baufällig gewordenen Galgen auf dem Holster Berge bei Brake abzureißen und mit einem neuen zu ersetzen. All das ist natürlich die älteste Geschichte der Welt. Für zivile Einrichtungen, für Dörfer und Städte ist der Krieg nur der halbe Schrecken, nur ein Teil der ganzen Geschichte. Er wird gefolgt von der sogenannten Nachkriegszeit, die fast immer mit einer repressiven Regierung einhergeht, mit einer Radikalisierung der Bevölkerung, einer Zunahme der Kriminalität und fast immer mit einer massiven Verschlechterung der Lebensumstände der Frauen. Das ist bis heute nicht anders. Man muss nur nach Irak blicken oder nach Jemen, Afghanistan nach dem Abzug der Russen und so fort. Die Liste ist recht lang. Ab 1650 war Lemgo auch von richtigen Naturkatastrophen geplagt, vor allem Hochwasser. Als einmal bei der Slava Pforte der Stadtgraben versagte, breitete sich das Hochwasser durch die halbe Stadt aus. Dies zerstörte wichtige Mühlen, so dass es zu Engpässen bei der Herstellung von Mehl kam. Und in 1660 raste sogar ein verheerender Wirbelsturm durch die Straßen der Stadt und zerstörte zahlreiche Dächer und machte Menschen obdachlos. Sogar einer der beiden Nikolaitürme wurde bis auf das Mauerwerk zerstört. All das wäre unter anderen Umständen lediglich eine unangenehme Misere gewesen, der eine gesunde und wohlhabende Stadt mit Optimismus und Reparaturen begegnet wäre. Doch das Nachkriegs-Lemgo besaß weder die Mittel noch allzu viel Optimismus. Karl Mayer bemerkt bissig, dass die Unterstützung des Landesherrn sehr schäbig ausfiel. So schreibt er, den größeren Turm aus eigenen Mitteln wieder aufzurichten, sah sich die Stadt außerstande. Das ganze Land wurde um Beihilfe angegangen. Die Lemgoer Bürger trugen dennoch die Hauptlast. Die Frau Landdrost von Donop bekundete mit einem Beitrag von 100 Talern eine wahrhaft adelige Freigebigkeit, gegen die der Landesherr Hermann Adolf mit schäbigen 15 Talern unrühmlich abstach, derselbe Landesherr, der sich damals die Begnadigung der armen Lemgoer Hexen mit 100 Talern und mehr pro abgeschlagenen Kopf bezahlen ließ. Insgesamt kamen an die 600 Taler zusammen, längst nicht genug, um die Kosten 1065 Taler und 35 Groschen zu decken. Doch all das überrascht vermutlich nicht, denn die Lemgoer und die Grafen von Lippe hatten sich für Generationen gegenseitig antagonisiert. Nun konnten sie aus Brake oder Detmold nicht zu viel Liebe erwarten. Nicht alle hatten unter den Schäden gleichermaßen gelitten. So erwarb der berühmte Scharfrichter David Klaus in 1649 eine Hausruine für nur 3 Taler.
20 Jahre später ließ er sich dort ein prächtiges Haus erbauen, das seinen Namen trug und heute noch in der Neuen Straße, Hausnummer 62, steht. Das Auflisten der Schäden und das Darben der Lemgoer Gesellschaft ließ er sich an dieser Stelle lange fortsetzen, denn kein Stand und kein Berufszweig blieb von den ruinösen Folgen des Krieges unberührt. Dieser kleine Einblick soll helfen zu verstehen, wie es zu dem moralischen Verfall kommen konnte, durch den in so großem Umfang Frauen, aber auch Männer gefoltert und ermordet wurden. Allesamt unter dem Urteil, Hexen oder Zauberer zu sein. Natürlich war die Basis dieses Gebarens eine abergläubische Weltsicht der Gesellschaft, eben der Volksglaube an Hexen und schwarze Magier. Ein Glaube, der durch Kunst, Lieder und Erzählungen befeuert wurde. Und es gab natürlich auch die sogenannte Fachliteratur, wie den Hexenhammer, das Malleus Maleficarum, ein irrwitziges Machwerk des Dominikaners Heinrich Kramer und zweifelsohne eines der frauenfeindlichsten Werke der Menschheitsgeschichte. All das ist zu diesem Zeitpunkt aber nicht die Ursache, sondern eine grundsätzliche Komponente in einer wachsenden Spirale der Gewalt. All diese Geschichten, all diese Vorstellungen, sie trugen dazu bei, dass der Rückhalt in der Bevölkerung aufrechterhalten wurde, wenn plötzlich Menschen vor Gericht gezerrt wurden mit der Anschuldigung, Hexen oder Hexer zu sein. Da ist auch dieses Alltagsgefühl von, naja, genaueres weiß man nicht im Spiel. Was ist, wenn diese Person doch eine Hexe ist? Wie schrecklich wäre das, wenn man sie dann frei laufen ließe? Manchmal denke ich mir, dass Menschen immer lieber den Fehler begehen, eine unschuldige Person zu bestrafen, als den Fehler zu begehen, eine schuldige Person gehen zu lassen. In einer repressiven Gesellschaft will man eben bei der Strafe besser auf Nummer sicher gehen. Das ist natürlich das komplette Gegenteil einer Unschuldsvermutung. In einer solchen Gesellschaft steht die angeklagte Person vor einem steilen Aufwärtspfad, wenn sie ihre Unschuld beweisen möchte. Und sogar heute kann man so etwas beobachten. Man muss sich nur anschauen, welche unglaublichen Hürden gegenüber der Öffentlichkeit ein Jörg Kachelmann begehen musste, vor allem gegenüber schäbigen Zeitschriftenverlagen wie Springer und Burda. Wie schlimm muss da erst die Lage im 17. Jahrhundert gewesen sein, wenn man plötzlich die öffentliche Meinung gegen sich fand? Der zweite Faktor für die Ursachen der Eskalation der Hexenprozesse fand bis jetzt nur eine kurze Erwähnung von mir und sollte hier an dieser Stelle näher erläutert werden. Es ist die besondere Situation der Lemgoer Gerichtsbarkeit. In jener Zeit, knapp vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges, kämpfte Lemgo unentwegt um seine Rechte als lutherische Stadt und stieg in der westfälischen Region zu einem der Einzugsgebiete für lutherischen Protestantismus. Lemgo war ein früher Streiter um die Reformationsideen und provozierte bereits in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit dem Verlesen der Messe auf Niederdeutsch. In 1526 verzichtete man sogar auf die Fastenzeit, was entsprechende katholische Empörung nach sich zog. Doch 100 Jahre später mochte die Sache gegenüber den Katholiken geklärt sein. Schließlich war auch der Graf von Lippe, Simon der Siebte, ein Protestant, doch eben ein Calvinistischer. Am Beginn des 17. Jahrhunderts drehte sich somit der Lemgoer Streit, der an einer Stelle fast zum Bürgerkrieg entartete. Ich hatte darüber in der zweiten Episode etwas erzählt. Dieser Streit drehte sich um Glaubensfragen und Ritualfragen zwischen den Calvinisten und den Lutherischen. Hierbei waren es also nicht so sehr die Lemgoer, die zu extrem waren. Es war ja umgekehrt, dass Simons Vater, Simon der Sechste, Lemgo unentwegt den Vorwurf machte, die lutherische Messe sei noch zu sehr an die katholischen Gepflogenheiten angelehnt. Die Abtrennung vom Katholizismus war ihm also nicht radikal genug. Hierbei hatte es auch Versuche gegeben, den Lemgoern in ihre Personalpolitik bei der Wahl der Ratsherren reinzureden. Etwas, dem sich Lemgo erfolgreich zur Wehr setzte. Simon der Siebte hatte damals durchaus die Säbel rasseln lassen und rüstete in seiner Burg in Brake auf. Doch eine echte Belagerung oder Beschießung von Lemgo war trotz der Muskelspiele unwahrscheinlich. Zum einen befand sich allerlei gehobener Adel in der Stadt, teilweise aus Simons Verwandtschaft, und er hätte sie mit einem Angriff eher gefährdet. Zum anderen wäre eine solche Maßnahme gegenüber dem habsburgischen Kaiser nicht sehr opportun gewesen, da es den Landesfrieden gebrochen hätte. Vermutlich war es nicht sehr wahrscheinlich, dass
Rudolf II. Oder sein Nachfolger Matthias die Gründe für eine Belagerung von Lemgo gutgeheißen hätten. So lief die Initiative von Simon auf allerlei Blockaden und Straßensperren rund um Lemgo hinaus, die den Leuten das Leben schwer machten, aber nicht wirklich die Energie besaßen, den Lemgoern die lutherischen Messen auszureden. Simon der Siebte wählte also den Weg der Gerichtsbarkeit und verklagte Lemgo vor dem Reichskammergericht in Speyer. Lemgo setzte sich zur Wehr und verklagte wiederum den Grafen wegen den Straßensperren und der Androhung von Landfriedensbruch. Und sie gewannen. Am Ende war nur eine friedliche Lösung die Option. So mussten Richter und Schlichter den Frieden aushandeln. Auf dem Gutshof Röhrentrupp kamen am 22. August 1617 alle Streiter an einen Tisch, weshalb man den Vergleich heute als den Röhrentrupper Rezess bezeichnet. Nun kommen wir aber zurück zu unserem Hexenthema. Lemgo gewann in dieser außergerichtlichen Einigung nicht nur das Recht, eigene Geistliche einzusetzen, und musste sich auch nicht in die Wahl der Ratsherren reinreden lassen, sondern es erhielt auch das Ius Gladii bestätigt. Das war damals das Recht, eigene Blutgerichtsbarkeit ohne die Einflussnahme der Landesherren auszuüben. Lemgo war somit berechtigt, über allerlei schwere Verbrechen zu richten und die volle Strafe anzuwenden. Hierbei muss man verstehen, dass zum Beispiel die Enthauptung innerhalb der mittelalterlichen Gesellschaft letztendlich nur das Privileg des Adels und der regionalen Lehnsherren war. Nicht wortwörtlich, natürlich hatte man dafür Scharfrichter, doch Kriminalfälle von solcher Tragweite, die das Todesurteil zur Folge hatten, wurden in letzter Instanz vor den regionalen Landesherren gebracht, denn die betreffenden Angeklagten waren seine Lehnsmänner und der Lehnsherr hatte über ihr Schicksal zu entscheiden. Hier erreicht Lemgo also eine für diese Zeit recht moderne Regelung, nämlich das Recht, Todesstrafen zu verhängen, ohne dabei dem Graf von Lippe rechenschaftspflichtig zu sein. Das ist eine Entscheidung von weitreichender Folge, denn es ist diese Rechtslage, die den korrupten Elementen in der Stadtverwaltung von Lemgo die Handhabe verlieh, willkürlich Menschen verhaften zu lassen und sie aufgrund eines eher lächerlichen Verfahrens zum Tode zu verurteilen. In Lemgo waren die Hexenprozesse somit einfacher zu bewerkstelligen als in den meisten anderen Städten, wo häufiger der gebildete Adel eingriff und manch einem Treiben auch ein Ende setzte. Und schließlich der dritte Faktor für die Eskalation der Hexenprozesse in Lemgo ist die Präsenz von zwei außerordentlich verschlagenen und korrupten Bürgermeistern, die es perfekt verstanden haben, sich den starken Hexenglauben nutzbar zu machen. Die Rede ist von Heinrich Kerkmann und Hermann Kuttmann, zwei Namen, die in dieser Reihe noch öfter fallen werden. Jürgen Scheffler beschreibt in einem Essay, dass die Anzahl der Hexenprozesse in Lemgo gewisse zeitlichen Abstände besitzt, in denen die Anzahl der Verfahren stark zunimmt. Wir sollten uns das mal visuell ansehen. Obwohl die Aktenlage hier nicht gänzlich vollständig ist, findet man in Lemgo vier Zeitabschnitte, die mit einer Zunahme von Hexenprozessen einhergehen. Der erste Hotspot liegt zwischen 1564 und 1566. Der zweite Hotspot liegt zwischen 1583 und ca. 1605, beide also fast vollständig im 16. Jahrhundert. Die dritte Laufzeit lässt sich zwischen 1628 und 1637 identifizieren, also inmitten des Dreißigjährigen Krieges. In all diesen Jahrzehnten wurden in Lemgo Hexen und Zauberer angeklagt und häufig auch verurteilt und exekutiert. Allerdings entspricht dieser Wert der allgemeinen statistischen Amplitude in ganz Mittel- und Nordeuropa, sprich Forscher, die auch andere Regionen und Städte entsprechend analysieren, kommen in diesen Zeitabschnitten auf ähnliche Erhöhungen. Dies ist also nicht zu herausragend, um Lemgos späteren Ruf zu rechtfertigen. Es reflektiert also mehr den mittel- und nordeuropäischen Zeitgeist und die oft ungünstige Reibung, die in den Reformationsquerelen entstand. Und dann ist da natürlich der Große Krieg. Doch viel aufsehenerregender ist dann die vierte Phase. Hier setzt sich die Eskalation von dem allgemeinen europäischen Trend ab. Hier passieren dann also in der Tat ungewöhnliche Dinge. Der Historiker Jürgen Scheffler stellt fest, dass innerhalb dieses vierten Zeitabschnitts, der vor allem zwischen 1653 und 1681 liegt, bei genauerem Betrachten
vier größere Wellen der Gewalt stattgefunden haben. Zwischen 1653 und 1656, zwischen 1665 und 1670, zwischen 1675 und 1676 und schließlich das bedeutungsschwangere Jahr 1681. Von diesen vier Untereinheiten fällt die erste in die Verantwortung von Heinrich Kerkmann, während die restlichen drei der Zuständigkeit von Hermann Kottmann unterliegen, dem man ja später auch den Beinamen der Hexenbürgermeister gab. Zum besseren Verständnis also. Hexenprozesse gab es in Lemgo im Verlauf des gesamten 16. und 17. Jahrhunderts, nicht sehr viel anders als in anderen Regionen. Doch richtige Hexenjagden fanden während des Dreißigjährigen Krieges statt, doch vor allem danach in der Nachkriegszeit während der Regierungszeit der beiden genannten Bürgermeister. Während solcher Gewaltexzesse stieg die Anzahl der Hingerichteten in hohe zweistellige Zahlen. Insgesamt sind über einen Zeitraum von rund 160 Jahren durch Gerichtsakten 250 Prozesse gesichert. Das bedeutet allerdings, dass es vermutlich einige mehr waren. Und davon liegt über die Hälfte in der Zeit nach 1653. Hier begründet sich also Lemje dat Hexennest, ein Ruf, der innerhalb von lediglich 30 Jahren entstanden war. Allerdings darf man sich auch nicht darauf einschießen, dass innerhalb von Europa oder innerhalb der deutschen Ländereien Lemgo eine einmalige Ausnahmerolle verkörperte. So war es dann doch nicht. Jürgen Scheffler schreibt: Die schreckliche Dynamik der Massenverfolgung von Hexen im städtischen Milieu ist keine Lemgoer Spezialität, wie beispielsweise der Vergleich mit der Stadt Osnabrück verdeutlicht. Hier könnte eine Art Treibhauseffekt wichtig gewesen sein. Beide Städte befanden sich in einem mehr oder minder erbitterten Streit mit den Territorialherren um ihre politische Autonomie. Charakteristisch scheint eine geringe Distanz zwischen politischen Amtsträgern und Gerichtspersonen einerseits und den Parteien im Hexenprozess andererseits, bis hin zur personellen Identität von Anklägern, Zeugen und politischen Entscheidungsträgern. Von daher konnte die Usurpation und zielgerichtete Lenkung der Verfahren durch innerstädtische Führungspersonen bzw. Fraktionen leicht als anderswo möglich gewesen sein. Ein Vergleich mit weiteren Städten, in denen sich Massenprozesse entwickelt haben, müsste die Stichhaltigkeit einer solchen Hypothese untermauern. Hier wird also auch deutlich, dass die Hexenforschung noch viel Arbeit vor sich hat, da dieses Thema innerhalb des historischen Betriebs relativ spät an den Start gegangen ist. Natürlich wurde bereits im 19. und 20. Jahrhundert viel Material zu diesem Thema zusammengetragen, doch war der Hexenwahn zumeist eine Spezialität der sogenannten Heimatforscher. In diesem Falle schillert natürlich ein Name über allen anderen hervor, der von Karl Mayer Lemgo. Dies ist also eine lebenslange Arbeit, die hier verrichtet wurde und die durchaus ihren Wert hat. Doch nun findet auch eine Expertenüberprüfung all dieser Angaben durch eine neue Generation aus Historikern statt. Im Falle von Lemgo stehen vor allem die Namen von Dr. Gisela Wilberts und Jürgen Scheffler im Vordergrund. Im Zweifel würde ich mich also eher an ihre Arbeiten halten. Aber natürlich kommt man bei einer solchen Videoreihe ohne Karl Mayer Lemgo nicht aus, gerade wenn man mit breiteren Pinselstrichen die gesamte Atmosphäre dieser Stadt festhalten möchte.